So Leute, es geht um M21 Collectors Booster. Und da ich in letzter Zeit ja so ein bisschen auf diesem Core 2021 Trip wieder bin, mache ich davon jetzt in letzter Zeit sehr, sehr viel auf. Und dementsprechend auch ein Collectors Booster. Die sind mittlerweile ja auch ziemlich selten von Core 2021 geworden, weil die auch weniger gedruckt wurden angeblich. Gucken wir uns mal an. Wir haben erstmal diesen wunderschönen Strich bei dem Bird. Ich weiß nicht, ob ich ihn eingefangen kriege. Doch, da. Wunderschön. Ach Gott. Die Karte ist schon kaputt. Rookie Mistake. Instant. Bis zum Ende des Zuges kriegt eine Kreatur plus 0, plus 2 und eine andere minus 2, minus 0. Das ist eine coole Idee für eine Karte. Anuat Chorista. 1 Mana 1-1 Lifelink. Für 5 Mana kriegt er plus 3, plus 3 bis zum Ende des Zuges. Insel Blood Glutton, 5 Mana, 4-3 Lifelink. Tom Script in voll, das ist nicht schlecht. 0 Mana Artefakt, Tappen, Opfern, man exiliert die Karten aus einem Friedhof, ganz im Spiel. Alpine Houndmaster, 2 Mana, 2-2, wenn er ins Spielfeld kommt, kann man ins Deck nach einer weiteren Karte namens Alpine Houndmaster oder namens Ingurnus Curl durchsuchen, sie offen vorzeigen und auf die Hand nehmen. Und immer wenn er angreift, kriegt er so viel Plus, wie man mit angreifenden Kreaturen hat. Oh. Dann haben wir unsere Planes und unsere Double Vision. 5 Mana Enchantment, immer wenn du den ersten Instant oder Sorcery Spell spielst, in einer Runde kopierst du den. Primal Might, ein grünes und X, eine Kreatur kriegt plus 6 bis zum Ende des Zuges und fightet dann eine Kreatur, die man nicht kontrolliert. Basri, Leutnant, 4 Mana, 3, 4, Wachsamkeit, Schutz vor Multicolored. Wenn er ins Spielfeld kommt, legt man eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. Und immer wenn der oder eine andere Kreatur stirbt, wenn eine +1/+1 Marke drauf war, kriegt man noch ein 2/2 Knight. Wow, Chaos Gorehorn, Chandras Magmut, Scavenging Ooze in Full Art, schön. 2 Mana, 2/2. Für ein grünes kann man eine Karte aus dem Friedhof exilen. Wenn es eine Kreatur war, kriegt der eine +1/+1 Marke und man kriegt ein Leben. Gauks Gorehorn in voll und Lilianas Standard Bearer. 3x3/1 Flash. Wenn er ins Spielfeld kommt, zieht man X Karten, wobei X die Anzahl an Karten sind, die in diesem Zug Kreaturen sind, die in diesem Zug unter eurer Kontrolle gestorben sind. Das ist nicht hässlich. Ja, ganz okay, ist nicht das gewesen, was ich erwartet habe, aber war ganz okay. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ob ihr seht. Ciao, ciao. Thank you.